dann bitte ich jetzt die Kerstin ans Mikro. Hallo, vielleicht kennen mich noch manche von der Monsanto-Demo, da war ich auch dabei. Habe im Namen von Volk mal Leb eine Rede gehalten und ich will wieder Foodsharing vorstellen. Wenn ihr das schon davon gehört habt, ich weiß nicht, habt ihr, ihr wisst sicher, wie das ist, wenn ihr mal mit Hunger einkaufen geht. Oh, dann esst ihr was und die ganze Kühlschrank ist bummt voll. Was macht ihr damit? Als einzelne Person schwierig, ja, das alles dann aufzuessen. Und Foodsharing bietet eben an, dass man das einfach ins Internet reinschreibt, was man zur Verfügung hat. Und dann kommen die Leute und holen sich das sogar ab, direkt von der Haustür. Oder man kann natürlich sich auch irgendwo treffen. Es wird auch mit der Wiener Tafel zusammengearbeitet. Die Bäckerei Güdel zum Beispiel hatte letztens 700 Kilo Brot zu über und innerhalb von 3 Stunden waren die weg. Sonst wären die weggeschmissen worden. Also, ja, also das ist eine Möglichkeit, im Kleinen schon Lösungen anzufangen, da mal ein bisschen was zu tun. Und das ist wirklich keine Anstrengung, jetzt reinzuschreiben, was man über hat oder sich mitwinden. Man lernt doch echt nette Menschen kennen. Habe ich jetzt drüben im Sigmund-Freud-Bad, war letzte Woche. Sind wir im Regen gestanden, wir haben getanzt und wir haben uns connected und es sind ein paar Leute da. Von freue ich mich sehr, dass ich dich hier sehe. Und ja, und mein Antrieb dafür war das, eigentlich schon seit 4 Jahren habe ich mich damit beschäftigt, also habe ich eine Doku gesehen und die hat mich irgendwie voll aus dem Batschen gehauen, muss ich sagen. Und ich auf einmal, alles hat irgendwie schon dann für mich einen Sinn ergeben, so aha, okay. Aber ich habe 4 Jahre lang irgendwie versucht, meinen Freunden und Familie und irgendwie ein bisschen was klar zu machen, aber dann hatte ich schon die Antworten gehört, boah, wenn man dich irgendwo in eine Halle stellt, dann bringen sich alle um nach deiner Rede. Da habe ich gesagt, na super, das war nicht mein Ziel, also es hat sich bis jetzt niemand umgebracht, aber es sind halt die Leute dann auch die Gesprächspartner weniger geworden. Und ich muss jetzt echt sagen, ich bin froh, dass Lars Werheholz das gestartet hat und dass es in Wien auch passiert und dass ich daran teilnehmen kann. Ich möchte Lösungen aufzeigen. Ich werde versuchen, in den nächsten Wochen Experten zum Beispiel für Aquaponik zu finden oder Gruppen wie Urban Gardening oder HGMOs, die schon ein bisschen versuchen, die Stadt zu pflanzen oder bepflanzen oder begrünen oder Gemeinschaftsgärten zu erstellen. Ich glaube, das bringt alle Menschen zusammen. Pensionisten, Kinder, Migranten, egal. Wenn man einen Garten hat, ich glaube, hat schon irgendwann mal gesagt, ist man ein sehr glücklicher Mensch. Ich habe jetzt auch einen Garten, vor 2 Jahren habe ich beschlossen, Gemüse anzubauen. Und es war eine tolle Erfahrung, ein paar Sachen haben nicht geklappt, aber ein paar Sachen waren super und ich fühle mich dabei gut. Ich gehe jeden Tag raus, schaue an, was passiert mit meinen Blümchen und meinen Gemüschen. Kartoffeln geht super. Und ja, und ich für mich ist es halt eher Lösungen aufzuzeigen in unserer Gesellschaft, wie man sich als Einzelner engagieren kann jetzt gegen diese großen Probleme, die wir alle mitbekommen. Und für den Frieden ist es wichtig, eine Gesellschaft zu werden, eine starke Gesellschaft, die vom Staat nicht mehr abhängig ist, die sich untereinander unterstützt, wo wir uns gegenseitig helfen. Ja, also wir haben dann auch noch eine Dame da von Foodsharing. Wir hätten auch ein paar Sachen zu verteilen zum Essen, wenn ihr wollt, damit es ein bisschen anschaulicher gemacht wird, was dann so überbleibt. Und Flyers könnt ihr euch auch abholen und man kann sich auch dort zum Beispiel als Food Saver engagieren. Das heißt, da Volkmar Leb, der Organisator von Foodsharing, sagt, sind befreite Supermärkte und die stellen halt, ja,
ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Es freut mich, dass ihr den Regen durchgestanden habt. Jetzt muss ich meinen Garten nicht gießen. Es freut mich. Heute ist okay. Okay, na, dann wünsche ich euch noch einen ganz tollen Abend und ich bin urfroh, dass ihr da seid und mir zugehört habt und engagiert euch und bildet Gemeinschaften. Wir sind stark, alle gemeinsam. Aber nicht, wir sind nicht allein.